Boah. Und schön, dass ihr wieder einschaltet zu Metro 2033 Redox. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Was für ein kranker Scheiß. Alter, hab ich mich erschrocken. Verdammt nochmal. Wir müssen hier raus. Ich bin leer. Was ist denn? Ja, und wie ihr seht, geht es wieder weiter, wie es so war, ne? Spontane Angriffe. Okay, Licht ist aus. Entschuldigt bitte, dass ich gerade mitten ins Mikro gebrüllt hatte, wie eine Maus, aber da habe ich mich echt gerade erschrocken. Und ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wie haben wir das denn nochmal gemacht? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben... Wie macht man das? Ich glaube, Dreieck und R1. Ja, okay, er macht jetzt das. Ich glaube, jetzt haben wir die Militärpatronen drin. Wir haben wieder vier von den Haftdingern, das ist gut. Das ärgert mich jetzt, dass wir die Patronen aufbringen müssen. Vielleicht können wir uns halt ganz leise an ihn vorbeischleichen. Der arme Kerl, der da gerade zerkaut wird. Hoffentlich ist es keiner von unseren. Sehr stressig. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen, ohne dass der uns zerkaut. Glück gehabt, er hat uns nicht gesehen. Schön langsam und ruhig hier weiter. Hier soll es zu. Okay, können wir nicht aufmachen. Ich hab, wir hatten eh nicht den Code. Hirsa! Es wird schon wieder so eine Sneaking-Mission, aber das freut mich, denn ich liebe sowas. Na toll, ich glaube, jetzt haben sie uns definitiv gehört. Nein! Komm, tauch auf! Alter! Scheiße. King Kong ist wieder da. Na toll. Versucht, die Ratten zu erwischen. Sollten wir uns mal leise fortbewegen? Vielleicht bemerkt er uns gar nicht. Ich glaube, wir werden mal hier runtergehen, wenn er wieder geht.
Wenn er wieder rüber geht, werden wir mal darüber gehen. Oh, schön. Ach ja, das hatten wir ja schon. Archiv. Gut, da gibt es auch noch einen Teil. Okay, ist wieder unten. Dann gehen wir mal ganz schnell hier rüber. Dein Zeug. Das brauche ich. Oh, yeah, yeah. Scheiße, dass Ulmer nicht dabei ist, Mann. Den könnte ich hier gut gebrauchen. Ey, hoffentlich fallen wir hier nicht runter. It's the jungle out there. Mist, wir müssen laut werden. Aber scheint gut zu sein. Er hat uns nicht gehört. Er hat uns nicht gehört. Das ist doch schon mal super. Da durch, ja. Ich will gar nicht wissen, wo es da lang geht. Dann gehen wir einfach mal hier lang und verschwinden ganz schnell. Ich bin blind. Ah, meine Augen. Oh, da ist der Schädel runtergefallen. Was war denn das? Also, wir wurden nicht verletzt. Irgendwas hat gegen die Dinges gehauen. Oh! Scheiße. Okay, er weiß, dass wir da sind. Keine Lichtquelle. Kein Bock, irgendwo hinzugucken. Schon wieder ganz genau weiß, gleich verjage ich mich wieder. Kann man nur darüber. Ich glaube, zum Springen wäre das zu weit. Wir müssen echt unten lang. Soll ich hier runterhüpfen oder was? Rechts lang, ne? Ach du Scheiße, da schläft einer. Dann müssen wir da oben machen. Schläft da einer? Ich glaube, ich spinne. Da schläft auch einer. Doch hier ins Wasser hüpfen, Alter, ist der doch gleich wach. Scheiße, das scheint sowas wie das Nest zu sein. Scheiße, unser Sauerstoff geht alle, das Quietschen wird uns verraten. Einfach weitergehen. Wenn uns tötet, haben wir Pech. Wahrscheinlich aber das ganz gut zu sein. Tut mir jetzt natürlich schrecklich leid, dass dadurch die Folge so stark in die Länge gezogen wird, aber... Ihr wollt ja nicht nur immer den Ladebildschirm sehen, weil ich sterbe, ne? War ja schon wieder für 5 Folgen wieder genug.
dass ich so oft hintereinander gestorben bin. Gerade durch. Das ist aber nicht gerade durch. Aber trotzdem. Hm. Na gut. Folgen wir mal dem Kompass. Ich hoffe, die Aktion lohnt sich hier auch. Okay, kein Zurück mehr. Der lebt. Links lang. Okay. Problem ist, der Akku ist gleich leer. Hier könnte noch alles Mögliche liegen. Scheiße. Ich habe so eine Ahnung, wenn ich jetzt das Klickere hier mache. Wacht auf, ich warte noch. Hier liegt nichts, okay. Links lang, hä? Da rein. Schauen wir uns hier kurz um. Mist, ein Schlüssel. Hier schön im Dunkeln, ne? Da sieht man auch wieder super. Scheiße, ist er aufgestanden? Oder haben wir nur gerade nicht im Blickwinkel? Okay, ein altes Headset. Könnte ungefähr meins sein. Aber hier ist auch nichts. Ich hab so eine Ahnung, wenn ich dagegen haue, ist hier Alarm, Alter. Verdammt, das sind viele. Alles Müll hier. Wo könnte es nur sein? Wonach haben wir gesucht? D2, glaube ich. Oder D2? Ich weiß es nicht. Alles nur Klopapier. Wo ist es nur? Nirgends ist es zu finden. D6, genau. Wir haben's. Und jetzt nichts wie weg. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt.
Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Bin ich hier nur? Fläche. Oh fuck. Bam, hat er noch. Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bring ich dich. Ullmann, die Stimme kenne ich überall. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Karl hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar. Hey, das ist wieder unser Lied. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, ja, der alles beendet. Das ist doch mal eine geile Basis. Genau im richtigen Moment. Muss mal lang da. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. Echt jetzt? Ich kann mir... Wie geil, ich kann mir das einfach so nehmen. Wie oberfett ist das denn? Ja, dann gib her. Nehmen wir. In Blut nicht zu bezahlen. Das kann ich dir sagen. Nachtsicht, nee. Wir nehmen hier Kim und Korn. Quatsch. Rotpunkt. Na, bleibst wohl drin. Schalldämpfer. Ja, können wir immer gebrauchen. Laserpointer nehmen wir auch mit. Wenn wir schon alles umsonst kriegen, ne, dann wollen wir auch mal herzhaft zuschlagen. Höllenhauch. Das ist unser Schienengewehr. Aber was ist denn das? Absatz? Wie ein schweres MG verschießt der Pumpgun-Munition? Kann nicht mit einem Schalldämpfer ausgestattet werden. Ist mir scheißegal, Alter. Ich will auch, dass die Leute mich hören, wenn ich so ein Ding benutze. Ist das hier? Ermöglicht vollautomatisch Schießen und erhöht die Feuergeschwindigkeit. Nehmen wir das vollautomatisch. Da wird zwar die Munition extrem schnell alle werden. Her damit. Ja, ich würde mal sagen, damit sind wir doch ganz gut ausgerüstet. Und ich würde mal sagen, wir machen ein kleines Folgenpäuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, macht was Sinnvolles. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder reinschaltet. Also, ciao!